das verrate ich ja jetzt nicht. Ich glaube, dass wir eine perfekte Mischung haben zwischen Erfahrung und jungen Wilden sozusagen. Dass man mit uns auf jeden Fall rechnen kann bei der Europameisterschaft, dass wir Großes vorhaben. Naja, die deutsche Mentalität, ja, den Spaß und Humor innerhalb der Mannschaft. Ja, und die natürlich fußballerische Qualität, die jede einzelne Spielerin mitbringt. Ich denke, dass wir in der Nationalmannschaft auf jeden Fall die besten Köche haben. Ja, ich glaube, wir können hier uns immer sehr erfreuen an dem sehr, sehr guten Essen, was ich auch ziemlich wichtig finde, um zu performen, aber auch um einfach immer nett und gut zusammenzusitzen und gemeinsam das Essen zu genießen. Ich denke, dass wir ein sehr harmonisches Team sind. Also die Spielerinnen unter sich, aber auch im gesamten Staff-Bereich verstehen wir uns einfach untereinander sehr gut, haben viele lustige und interessante Charaktere dabei, die sich alle auf ihre Art und Weise mit ihren individuellen Charakteren einbringen können. Ich denke, als Youngster auf jeden Fall Jule Brandt, weil die uns alle noch überraschen wird und die es jetzt schon tut, aber der Weg ist noch längst nicht zu Ende. Und ich glaube, von ihr werden wir noch viel sehen und hören. Ich glaube, Jule Brandt wird ganz, ganz interessant werden für die kommenden Jahre. Ein großes Auge auf Jule Brandt richten, ein Riesentalent, was schon einzigartig auch ist. Und ich hoffe, dass sie einfach ganz befreit bei der EM aufspielen wird. Ich glaube, sie wird uns da sehr, sehr weiterhelfen. Auf gute Stimmung, auf ein großes Turnier, das ganz viel in der Öffentlichkeit stehen wird, ganz viel Aufmerksamkeit erreichen wird und ja, bei dem man uns einfach sieht. Ja, gut, da ich noch keine EM gespielt habe, ist eigentlich das ganze Turnier für mich ganz, ganz wichtig und entscheidend. Aber ja. Wir sind in England, im Land des Fußballs sozusagen. Von daher glaube ich, wird das eine coole Stimmung, ein cooles Event. Ja, auf das Ganze drumherum auch. Also ich glaube, es wird einfach ein Fußballfest werden, weil es in England sehr, sehr groß aufgezogen wird. Dass man da einfach volle Stadien hat, Leute, die wirklich begeistert sind vom Frauenfußball und dass da einfach eine sehr, sehr hohe Wertschätzung da sein wird. Ja, super Begegnungen und ich freue mich einfach schon in der Gruppenphase auch auf namhafte Gegner zu treffen und sich mit den Besten zu messen.